BMW geht mutig voran, vorsichtshalber aber unter dem neuen Namen Project I. Mit der Baureihe setzen die Münchner konsequent auf Elektroantrieb. Schon in diesem Jahr kommt der i3 auf den Markt, ein kompaktes Auto mit einer voraussichtlichen Reichweite von 150 Kilometern. Der Preis dürfte weit über vergleichbaren Modellen mit herkömmlichem Antrieb liegen. Ein großes Wagnis, denn noch werden Elektroautos sehr zurückhaltend nachgefragt. Doch BMW ist optimistisch. Also wir gehen einen mutigen Schritt mit unseren E-Modellen, aber wir sind bereit, immer schon Technologiesprünge nachzuvollziehen bzw. Technologiesprünge zu machen. Und dementsprechend natürlich ist immer ein Risiko mit drin, aber BMW hat schon bewiesen, dass wir mit innovativen Projekten sehr gut vorankommen. BMW setzt aber nicht nur auf Elektroantrieb. Die neue i-Baureihe wird überwiegend aus Carbon gefertigt. Das ist zwar leicht, aber teuer. Also bei BMW haben wir mehr als 10 Jahre Erfahrung in kohlefaserverstärkten Kunststoffen. Wir beschäftigen uns auch mit der Fertigung und Verarbeitung von diesem Material schon sehr lange. Deshalb trauen wir uns auch dort wirklich in die Serie zu gehen, in Großserie. Und mit dem i3 und dem i8 der Submarke führen wir das erste Mal wirklich das Material in der gesamten Fahrgastzelle ein. Beim größten deutschen Hersteller Volkswagen ist man da vorsichtiger. Wir wissen sehr genau, was BMW macht. Wir wissen sehr genau, was wir machen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema natürlich auch. Aber wir haben sehr viel Erfahrung mit Leichtbau in metallischen Werkstoffen. Mit Aluminium, siehe Aluminium Space Frame bei Audi, mit Magnesium, Heckklappen vom 1-Liter Lupo und so weiter. Wir setzen sehr stark auf Leichtbauwerkstoffe aus Metall. Auch von der Fokussierung auf den Elektroantrieb hält man in Wolfsburg wenig. Bloß kein Risiko ist dort die bekannte Devise. Denn als Pionier könnte man sich die Finger verbrennen. Alle Antriebstechnologien werden weiterentwickelt. Es war sicher ein großer Vorteil, dass wir unsere Turbo-FSI-Motoren, direkt einspritzenden Automotoren und die direkt einspritzenden Dieselmotoren weiterhin optimiert haben, den Verbrauch deutlich gesenkt haben. Wir haben parallel dazu unser Plug-in-Hybrid-Konzept weiterverfolgt, von dem wir sehr viel halten, also die Kombination von Elektromotor plus Verbrennungsmotor. Besonders spannend im Autojahr 2013 ist der XL1, den VW in Genf zeigt und der in einer Kleinstserie von 50 Exemplaren gebaut wird. Dieses 1-Liter-Auto ist natürlich ein Auto mit einem Verbrauch unter 1 Liter mittlerweile, aber es ist auch ein Technologieträger für neue Konzepte, für Leichtbau, für Aerodynamik, für andere Werkstoffe und andere Konzepte. Und sehen Sie das Ganze mal nicht nur als 1-Liter-Auto, sondern auch als Technologieträger. Massentauglicher als der XL1 ist der in Detroit vorgestellte Cross Blue. Der Siebensitzer mit einem Dieselhybrid soll nur 2,1 Liter verbrauchen. Aber noch ist unklar, ob er tatsächlich kommt. Um beim Thema Elektro zumindest am Ball zu bleiben, geht in diesem Jahr der E-Up an den Start, das erste reine Elektroauto von VW. Der Stromer soll eine Reichweite von 150 Kilometern haben. Auch der Golf EcoFuel kommt in diesem Jahr. Die Erdgasmodelle sind ein weiterer Baustein in der Zukunftsstrategie des Konzerns. Das sieht man vor allem bei Tochter Audi. Der A3 kommt als Erdgasfahrzeug und in Ingolstadt arbeitet man an einer ganz eigenen Strategie, um das Gas künftig noch umweltfreundlicher zu machen. Sauber erzeugtes Gas, das mit Windenergie regenerativ erzeugt werden kann und auf eine Infrastruktur zurückgreifen kann, die in Deutschland bereits existiert und damit die Gastankstelle sozusagen dem Kunden auch vor die Haustüre gestellt werden kann. Mercedes setzt dagegen ähnlich wie BMW auf Elektro. Der Smart ED steht seit kurzem bei den Händlern. Wir werden ganz sicherlich langfristig gesehen zwangsläufig den Wandel zu elektrischem Fahren sehen, in seinen verschiedenen Formen. Und das wird halt, wie wir immer gesagt haben, eine lange Reihe von Jahren dauern. Und insofern ist es ganz wichtig, weiterhin sich dort ganz vorne zu positionieren, um die Zukunft, die mittel- und langfristige Zukunft zu sichern, ohne zu glauben, dass das die Marktanteile jetzt in diesem und im nächsten Jahr bestimmen würde. Doch bei Daimler glaubt man mehr als die Konkurrenten an die Brennstoffzelle. Im Januar hat Mercedes sogar eine Kooperation mit Nissan und Ford vereinbart. Ein ungewöhnlicher Schritt, der Entwicklungskosten für alle drei Hersteller sparen soll.
Wir haben mit der Brennstoffzelle sicherlich ein zukunftsweisendes Projekt, das seine Zeit brauchen wird, weil wir auch die Infrastruktur dazu brauchen, weil wir Partner brauchen, mit denen wir gemeinsam diese Technologie vorantreiben, aber die sicherlich langfristig eine großartige Perspektive auch aufzeigt. Ob Brennstoffzelle oder Elektroantrieb, was sich in Zukunft durchsetzt, ist wie immer schwer vorherzusagen. Beruhigend für alle, die jetzt ein Auto mit herkömmlichem Antrieb fahren, alle Hersteller sind davon überzeugt, dass uns der gute alte Verbrennungsmotor noch eine ganze Weile erhalten bleibt.